Hallo Leute und schön, dass ihr wieder da seid bei Bowley Bridge. Komisch, so irgendwie. Bei mir in Teamspeak ist der Mistkäfer. Nein, ich bin eben auch mal wieder dabei. Der schaut dazu, mir über ein Stream. Und jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Irgendwie ist der Sound zu laut. Ich weiß nicht. Im Allgemeinen. Den kann ich gerade nicht leiser schalten. Warum nicht? Nein. Ah, zum Glück gibt es Multifunktionstasten auf der Tastatur. Ja, das zum einen. Kampagne. So, Kampagne, da gibt es sogar so schöne Felder. Da bin ich gerade anscheinend, ja. Da ist der Obi. Obi, der Gute. 14 Meter Brücke. Komisch ist, manche Sachen sind deutsch, manche sind englisch. Ja, ist eben noch eine Early Access. So. Stahlträger, ah, okay, das war ja die komische. Der ist aber noch nie verwendet. Ja, eh nicht, weil ich noch nicht weiß, für was ich die bauen könnte. Das sind stärkere Holzträger. Was? Ich habe nicht mehr Straßen? Wie mache ich denn das dann? Holy shit, Mami! Ja, du musst eben eine Hydraulikbrücke einsetzen. Ja, so, da eine Brücke so rein. Ja, es muss eine gerade sein. So fast. Ja, ich könnte ja hier drin und das nach oben fahren lassen. Das könnte ich machen. Ja. Ich weiß nur nicht, wie auch die Träger Sinn machen. Ja, es sind eben stärkere Holzlatten vielleicht. Und sie sind, glaube ich, sogar länger. Das kann sein, ja. Ach. Vielleicht kommt es am Ende günstiger. Ja, was ist der Preis? Das ist immer so eine Sache, ja, da weiß man ja nie. Wo du jetzt 20 Holz legst, reichen vielleicht auch 4 Stahl. Ja, die möchte ich aber eher oben dann über das Boot drüber Stabilisierung machen dann. Weil ich muss ja den ganzen Scheiß ja oben auch noch stabilisieren. Ja. Ja, irgendwie auch, ja. Eben, da würde ich das dann eher. Mal gucken, ob sie noch hält. Ja, sie hält noch. Und das Schiff fährt wirklich wie nix. Naja, aber eigentlich, ja, theoretisch finde ich das Rad eine Springschanze, brauchen wir es ja rüber springen können. Go, 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 go! Platsch. Go, go, go. Du sollst leider nicht drüber. Wir fanden das alles sehr tragisch. Das heißt, so nach oben. Ne, wie viel von diesen Schalträgern habe ich? 3 Stück, das würde sich genau ausgehen. Nein. Wie ging das mit Mr. G? Alt. So in etwa, oder? Sieht doch schon mal schön aus. Wahrscheinlich bricht die Brücke zusammen. Nee, halt. Dann die hier irgendwie verstreben noch. Aha, ich kann das über mehr, oder was? Nee. Ja, da steht ja nur Hotkey 3. Ach so, deswegen. Ja, dann hätte ich das gewusst. Oben hast du ja immer Stahl unbegrenzt. Aha, ja, dann hätte ich gleich alle so stark gemacht. Das stimmt. Das ist natürlich, ja. Straße steht ja jetzt verbraucht 7 von 7. Stabilisieren wir den Scheiß da. Auf jeden Fall irgendwie lustig aus. Können wir das zusammen ein? Man ist zusammen auch nicht. Ja, wird schon passen. Immerhin ist es Stahl. Ja. Mit schon. Hydraulik. Hydraulik. Jetzt muss ich. Warum da? Bist du dir in dem bewusst, was du tust? Ja, so halbwegs. Ja, ich wollte dann gerne das machen, deswegen. Schon. Ja, nee, ich wollte den Mittelteil, den kompletten hochheben, das wollte ich eigentlich. Das war mein Plan. Ah, hier kann man nichts befestigen. Ja, immer nur ein Eckpunkt. Dem noch eine Holzlatte ranhängen. Aha. Ja, dann machen wir halt einfach so. Also auch so immer nur an Eckpunkten platzieren. Nee, da schon, aber ich kann da, wo schon ein Pfeiler ist, kann ich kein Dings legen mehr.
dann wird das eigentlich ob funktionieren. Das funktionieren wird. Na, schau, wie funktioniert der. Jetzt sagst du nichts mehr, gell? Ich bin Knacks weg. Ich hab's gesagt. Ja, ich dachte, das geht höher. Warum geht das nicht so hoch? Weil da die anderen streben sind. Obwohl, dann wird es ja auch oben nicht gehen. Vielleicht trotzdem mal in der Mitte das probieren, was du vorhin schon gesagt hast. Weil ich wollte hier ganz lassen und den ganz nach oben heben. Ja, so. Und wenn du jetzt oben in der Mitte quasi zwei Holzbalken machst, so dass es nach unten irgendwie geht. Ja, warte, wir mal gucken. Die müssen ja nicht dermaßen stabilisiert sein, denn die werden ja vom Stahldings letztendlich gehalten. Ja, ich muss dir aber so machen. Da müsste es ja egal. Ja, ist egal, ich brauche eh zwei Punkte. So, Hydraulik entfernen. Und noch die Pins umsetzen. Ne, passt ja schon. Ne, die müssen nochmal passen. So. Nochmal passen. Werde du. Ja. Okay, seit wann biegt sich das in der Mitte? Aber die fahren auch nicht so hoch, wie man sieht. So schließlich. Dann, so, schon wieder da, nichts passiert. Keine Ahnung, warum das geschlossen hat. Ja, mei. Ist noch rausgeswitcht. Ja, aber wie, frage ich mich gerade. Ah, ich kann ganz mal rausswitchen jetzt. Aha, das ging früher nicht. Ja, die fahren nicht so weit zusammen, das ist doof. Habe ich noch eine Straße über? Verfügt man null, also ich muss das so bauen. Warten, und machen wir mal. Warten, machen wir mal so alles löschen. Ja, fangen wir vorne an. Was? Ich muss das ja hier rüber bohren, anders geht's eh nicht. Ja, so. Das ist ja schon klar. Und weißt du, wenn wir hier diesen ganzen Teil da aufheben, hier bis hier, also. Nee, das geht eh nicht aus. Na, wird schon gehen. Dass du nur die Stahlträger oben von unten. Ja, wird schon werden. Ich hab gerade irgendwie so überlegt, du hast doch nur drei Stahlträger nur, ja. Ja, das hab ich auch wieder gedacht. So, den. Ja, der klappt nicht um ganz 90 Grad auf, das ist das Problem, gell? Ja, das ist das Problem. Obwohl, vielleicht schon. Warten, das testen wir jetzt mal. Du hattest ja die Stange zu nah dran, wenn du jetzt wirklich weiter außen probierst. Dann mal hier Holz nehmen. Da. So circa mal einfach. Hydraulik. Mal gucken, was er da macht. Das geht ja auch nicht aus. Okay, ja, wenn ich noch weiter hintersetze. Kannst du ja noch verschieben. Weiter geht nicht, weil der nicht lang genug ist dann wahrscheinlich. Warte mal. So, mal testen. Zack. Na, ja, sieht schon gut aus. Gell? Warte mal, ich glaube, ich kann das ja drehen auch. Ja. Ja, so passt, also das funktioniert so mal. Oder hast du auf der anderen Seite und dann sollte das Ganze ja klappen. Ja. So, dann auf der Seite dasselbe nochmal. Holz relativ schräg nach hinten haben wir das gehabt. Stahl. So. Dann Hydraulik. Hierauf. Eigentlich sollte es so passen. Wenn ich es richtig verstehe. Wenn du es richtig verstehst, hoffen wir, dass es jetzt klappt. Aha, ja, so geht's natürlich auch. Warum macht er wieder zu? Ach, jetzt geht's. Boah, ich glaube, der ist zu knapp, oder? Wird zu knapp sein. Nee. Er schafft's. Aber irgendwie. Hat so einen Bug. Irgendwie schaut das witzig aus. Ja, super, jetzt geht das zusammen auch nicht ganz, oder? Bam, fliegt ja runter. Normal. Kannst du den Speed oben ändern? Na, hier nicht. Pick and track to change relation speed. Ah, doch, ja. Irgendwo haben wir da noch ein bisschen Blablabla. Ja, drüben. In einem Punkt müsstest du noch mehr verstärken.
Den. Denn rechts ist die Brücke ja länger. Unten. Meinst du, dass wir hier noch ein bisschen. So. Ja, wäre so meine Meinung. Warte mal, dann nehmen wir den da raus und tun wir hier auch einen Eisenstängel dran. Ist ja auch ein bisschen stabiler. Ja, vielleicht den Punkt noch ein bisschen weiter nach rechts verschieben. Ist der G? Damit das sich ordentlich aufklappen kann. Stimmt. Ja. Fangen wir das an. 150. Schon mal gut aus. Ja, schaut schon besser aus als vorhin. Jetzt verschieben sie auch die komischen Balken da nicht. Und so geht es jetzt auch perfekt, ja. So ist gut. Sie, ja, wackelt schön den Gewicht anpassen. Sie passt sich schön den Gewicht an. LKW. Ja. So, jetzt dasselbe nochmal. Da haben wir eine Straße. Befti, ich will zur Schule. So. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, du weißt nie genau, wie weit du gehen kannst, damit es noch immer perfekt hält. Tja, dann schreib das im Steam-Diskussionsforum und ja. Bei den anderen, ich habe ja schon mal so ein Spiel gespielt, also privat. Da ist es besser, da hast du so dicke und dünne Linien. Bei dicken Linien, wenn du so tust, da siehst du, du siehst das hier knapp noch. Und dann hat er dir angezeigt, wie weit das geht, damit das noch die Hälfte ist und so ein Scheiß. Ist über ein Budget. Das stimmt, ja. Da müssen wir das Budget kürzen. Ja, die am Rand vielleicht wegnehmen. Warte mal, den können wir auf alle Fälle wegnehmen, weil der wird durch den Untern gestützt. Und die Rest muss ich aber lassen. Wie kann ich denn das bewegen? Ja, den Rand vielleicht. Was die? Na, oben den Punkt. Ja. Ja, wenn ich das so mache, geht's nicht. Ah, krass, auch zusammen. Ja, das ist natürlich. Wer wäre gescheitert? Ja, das war gerade auch so ein Bug. So könnte man es anbringen. Ja, ist aber eigentlich nicht so. Sparst du aber auch genauso wenig. Naja, aber ich bin schon unter Budget mal. Komischerweise. So, es geht auch nach der Länge. Anscheinend, ich weiß es nicht. Kein Plan. Auf alle Fälle haben wir es geschafft. War. Entweder ich gehe im Baumarkt und kaufe mir 12 Meter Holz oder ich kaufe mir nur 10 Meter. A muss nach A, B nach B. Okay, das soll ja. Sollte eigentlich Straße nicht. Straße ist unbegrenzt. Ja. Was, Straße ist unbegrenzt? Ja. Ja, was willst du denn da groß umbauen? Viel bauen? Ja, die zwei noch jetzt mit Stahlträgern vielleicht zusammen hantieren. Stahlträger hast aber nur zwei. Ja. Das Spiel ist so gemein. Da bin ich gerade überlegen, wie ich hab. Zwei Stahlträger. Cool wäre, wenn man natürlich so schräg rauffahren würde, gell? Dann hätten wir da ein bisschen Punkt. Ja, du könntest den oben in der Mitte zwar damit jetzt dingsen. Dann müsst da rangehen. Also du müsstest von oben nach unten kommen. Mit deinem Stahlträger. Nur bringt der Ich würde den aber eher dahin platzieren. Das macht mehr Sinn. Ja, und jetzt noch ein paar Holzverschiebungen, die sind wieder unbegrenzt. Chromosomen werden hier erschaffen. Atome. Chromosome. Ja, Chromosomen ist aber Biologie, Atome ist Physik, also. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Chromosome sind Erbsubstanzen. Ach so. Suchtsachen. Okay, da oben. Müssen wir da oben noch ein bisschen stabilisieren. Der Lastwagen drauf kracht alles zusammen. Nochmal, hallo, nochmal. Hallo, nochmal. Ja. Ach, Schwefti. Nein, ist auch blöd. Naja, muss man was. Wenn ich dich miete, dass du eine Brücke baust, dann. Ja, das wird schon. Schwitz nicht. Die beste Brücke, was gibt das? Ich hab's schon gesehen, was du für Brücken gebaut hast. Hm.
die Stahlträger wirklich oben unten nehmen. Letztendlich sind die Stahlträger nämlich ein fester Punkt. Nur, du wirst es schon wissen. Naja, aber du weißt ja, wenn du den Stahlträger so einbaust und die Kraft von oben nach unten wirkt, was passiert mit den Stahlträgern? Würde ich trotzdem nicht denken. Den müsst ihr normal links rechts rausdrücken. Ja, aber letztendlich. Schau, wie geht. Ja, es geht, es geht, es geht. Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen dann gleich in der nächsten Folge weiter, Leute. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Haut rein.